Niederbayern 100.de. Die 100 Sekunden Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Göldner in Eggenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen bei Radio Trausnetz Niederbayern in 100 Sekunden. Im Abensberger Vergewaltigungsprozess hat die Staatsanwältin für den Angeklagten 8 Jahre Freiheitsstrafe gefordert. Die Verteidigung plädierte dagegen auf Freispruch. Der Angeklagte soll eine Bekannte in seiner Wohnung mit einer Pistole bedroht und zum Sex gezwungen haben. Darüber hinaus soll er dabei auch einen in der Wohnung anwesenden Kumpel genötigt haben, ebenfalls Sex mit dem Opfer zu haben. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe. Er sprach von einvernehmlichem Sex, eine Waffe sei überhaupt nicht im Spiel gewesen. Die Verteidigung hält nicht nur die Frau, sondern auch den Kumpel des Angeklagten für unglaubwürdig. Deshalb plädierte der Verteidiger auf Freispruch nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Ein Urteil soll am Donnerstag fallen. Der Machtwechsel in der Ukraine könnte auch der ostbayerischen Wirtschaft zugutekommen. IHK-Experten sehen gute Möglichkeiten vor allem für Hersteller von Agrarmaschinen oder für lebensmittelverarbeitende Betriebe. Interessant könnte die Ukraine auch für Unternehmen sein, die mit Baustoffen, Elektronik und Autoteilen handeln. Laut IHK machen bereits 120 Betriebe aus Niederbayern Geschäfte mit der Ukraine. Die Partei Die Linke ist offenbar auf der Landshuter Umweltmesse nicht erwünscht. So darf die Bundestagsabgeordnete Eva Bulling-Schröter, die Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie ist, nicht auf die Messe. Wie der Kreisverband der Linken Landshut-Kelheim mitteilt, habe die Landshuter Messe GmbH dem Landshuter Umweltzentrum vertraglich untersagt, Die Linke zuzulassen. Die Linke zeigte sich empört. Es sei ein politischer Skandal, wenn die stärkste Oppositionspartei im Bundestag ihre Umweltpolitik nicht vorstellen darf. Der Erdinger Frauenarzt, der seine Frau ermordet haben soll, bleibt in Untersuchungshaft. Das Landgericht Landshut lehnte seine Haftbeschwerde ab. Das Gericht hält die vorhandenen Indizien und Beweise für ausreichend, um dem Gynäkologen den Prozess zu machen. Eine Anklageschrift muss jedoch erst noch verfasst werden. Der 54-Jährige soll im Dezember seine Frau erst geschlagen und dann im Badezimmer erwürgt haben. Schwergewichtige Lieferung für BMW. Das Dingolfinger BMW-Werk hat 4 neue sogenannte Pressenkopfstücke bekommen. Die 170 Tonnen schweren Teile wurden gestern im Straubinger Hafen von Schwerlastkränen auf LKW verladen. In der Nacht rollten die Schwertransporte ins Dingolfinger Werk. Dort sollen die Teile in die neue Servopresslinie eingesetzt werden. Weitere Nachrichten unter radio-trausnitz.de.